Lesungen der Worte des allmächtigen Gottes. Über das Streben nach der Wahrheit. Wie man nach der Wahrheit strebt, 12. Bei den letzten Versammlungen haben wir über Themen rund um die Ehegemeinschaft gehalten, wobei es um das Loslassen persönlicher Bestrebungen, Ideale und Sehnsüchte ging, richtig? Im Grunde genommen haben wir unseren gemeinschaftlichen Austausch über die Themen, die die Ehe betreffen, abgeschlossen. Dieses Mal sollten wir über Themengemeinschaft halten, die sich um die Familie drehen. Schauen wir uns zunächst an, welche Aspekte der Familie die persönlichen Bestrebungen, Ideale und Sehnsüchte der Menschen betreffen. Die Menschen sollten mit dem Konzept der Familie vertraut sein. Wenn dieses Thema angesprochen wird, denken die Menschen als erstes an die Familienzusammenstellung und die Familienmitglieder, sowie an einige Angelegenheiten und Personen, die im Zusammenhang mit der Familie stehen. Es gibt viele solcher Themen, die die Familie betreffen. Unabhängig davon, wie viele Bilder und Gedanken du im Kopf hast, beziehen sich diese auf das Loslassen persönlicher Bestrebungen, Ideale und Sehnsüchte, über die wir heute Gemeinschaft halten werden. Bevor wir mit unserem gemeinschaftlichen Austausch beginnen, wisst ihr nicht einmal, ob diese Dinge in Beziehung zueinander stehen. Ehe wir also mit unserem gemeinschaftlichen Austausch beginnen, könnt ihr mir sagen, was die Leute sich unter Familie vorstellen? Oder ob euch irgendetwas einfällt, das man im Zusammenhang mit der Familie loslassen sollte? Zuvor haben wir über mehrere Aspekte im Zusammenhang mit den persönlichen Bestrebungen, Idealen und Sehnsüchten der Menschen gesprochen. Habt ihr erkannt, was jeder Aspekt dieses Themas, über das wir Gemeinschaft gehalten haben, beinhaltet? Unabhängig davon, um welche Aspekte es sich handelt, ist es nicht die Angelegenheit selbst, die die Menschen loslassen müssen, sondern die falschen Vorstellungen und Ansichten, mit denen sie an diese Angelegenheit herangehen, sowie die verschiedenen Probleme, die die Menschen im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit haben. Diese verschiedenen Probleme sind der springende Punkt dessen, worüber wir in Bezug auf solche Aspekte Gemeinschaft halten müssen. Diese verschiedenen Probleme sind Fragen, die das Streben der Menschen nach der Wahrheit beeinträchtigen, oder, genauer gesagt, sind sie eher allesamt Fragen, die die Menschen daran hindern, nach der Wahrheit zu streben und in die Wahrheit einzutreten. Das heißt, wenn deine Erkenntnis einer Angelegenheit Abweichungen oder Probleme aufweist, dann wird es in dieser Angelegenheit auch entsprechende Probleme mit deiner Haltung, deinem Ansatz oder deinem Umgang damit geben, und diese entsprechenden Probleme sind die Themen, über die wir Gemeinschaft halten müssen. Warum müssen wir darüber Gemeinschaft halten? Weil diese Probleme einen großen bzw. überwältigenden Einfluss auf dein Streben nach der Wahrheit und auf deine korrekten, grundsatzbasierten Ansichten zu einer Sache haben. Und selbstverständlich beeinflussen sie auch die Reinheit deiner Praxismethode, die du in dieser Angelegenheit anwendest, sowie deine Grundsätze im Umgang damit. So wie wir über die Themen persönliche Interessen, Hobbys und Ehegemeinschaft gehalten haben, halten wir jetzt über das Thema Familiengemeinschaft, da die Menschen, was die Familie betrifft, viele falsche Vorstellungen, Ansichten und Einstellungen haben, beziehungsweise
weil die Familie selbst viele negative Einflüsse auf die Menschen ausübt und diese negativen Einflüsse sie naturgemäß dazu treiben werden, falsche Vorstellungen und Ansichten zu übernehmen. Diese falschen Vorstellungen und Ansichten beeinflussen dein Streben nach der Wahrheit und treiben dich zu Extremen, sodass du, wann immer du auf Angelegenheiten stößt oder mit Problemen konfrontiert wirst, die die Familie betreffen, nicht die richtigen Ansichten oder Wege hast, um diese Angelegenheiten und Probleme anzugehen oder dich mit diesen auseinanderzusetzen und die verschiedenen Probleme zu lösen, die hierdurch verursacht werden. Das ist der Grundsatz für unseren gemeinschaftlichen Austausch zu jedem Thema und auch das Hauptproblem, das beseitigt werden muss. Könnt ihr euch also in Bezug auf das Thema Familie denken, welche negativen Einflüsse die Familie auf euch ausübt und in welcher Weise die Familie euer Streben nach der Wahrheit behindert? In welcher Weise beeinflusst und behindert deine Familie dein Denken, deine Verhaltensgrundsätze, deine Werte und deine Lebensanschauung im Rahmen deines Glaubens und der Ausführung deiner Pflicht oder während du nach der Wahrheit strebst oder nach den Wahrheitsgrundsätzen suchst und die Wahrheit praktizierst? Mit anderen Worten, du wurdest in eine Familie hineingeboren. Welche Einflüsse, welche falschen Vorstellungen und Ansichten und welche Hindernisse und Störungen bringt diese Familie also deinem täglichen Leben als Gläubiger und deinem Streben nach der Wahrheit und deiner Erkenntnis der Wahrheit? Genauso wie der gemeinschaftliche Austausch über das Thema Ehe, folgt auch der gemeinschaftliche Austausch über das Thema Familie einem Grundsatz. Dabei wird nicht von dir verlangt, dass du das Konzept der Familie formal oder in Bezug auf dein Denken und deine Ansichten loslässt, noch dass du deine tatsächliche, physische Familie oder irgendein Mitglied deiner physischen Familie loslässt. Vielmehr wird von dir verlangt, dass du die verschiedenen negativen Einflüsse, die die Familie selbst auf dich ausübt, loslässt und die Hindernisse und Störungen loslässt, die die Familie selbst bei deinem Streben nach der Wahrheit verursacht. Genauer gesagt kann man sagen, dass deine Familie bestimmte und konkrete Verstrickungen und Schwierigkeiten herbeiführt, die du bei deinem Streben nach der Wahrheit und der Ausführung deiner Pflichten spüren und erleben kannst und die dich so einschränken, dass du weder Befreiung finden kannst, noch deine Pflichten effektiv ausführen und effektiv nach der Wahrheit streben kannst. Diese Verstrickungen und Schwierigkeiten machen es dir schwer, dich von den Beschränkungen und Einflüssen zu befreien, die durch dieses Wort Familie oder durch die Menschen oder Angelegenheiten, die damit verbunden sind, verursacht werden. Und sie verursachen, dass du dich im Zuge deines Glaubens und der Ausführung deiner Pflichten wegen der Existenz der Familie oder wegen negativer Einflüsse, die die Familie auf dich ausübt, unterdrückt fühlst. Diese Verstrickungen und Schwierigkeiten plagen auch oft dein Gewissen und verhindern, dass dein Körper und Geist Befreiung finden und führen häufig dazu, dass du das Gefühl hast, dass du keine Menschlichkeit mehr hättest und deine Moral sowie die Mindestverhaltensstandards und Verhaltensgrundsätze verlieren würdest, wenn du den Vorstellungen und Ansichten zuwiderhandeln würdest, die du von deiner Familie übernommen hast. Wenn es um Angelegenheiten geht, die die Familie betreffen, schwankst du oft zwischen der roten Linie der Moral und dem Praktizieren der Wahrheit und bist nicht in der Lage, Befreiung zu finden und dich herauszuwinden. Welche konkreten Probleme gibt es? Fallen euch welche ein,
Spürt ihr in eurem täglichen Leben jemals einige der Dinge, die ich gerade erwähnt habe? Gottes Gemeinschaft hat mich daran erinnert, dass ich wegen falscher Ansichten über meine Familie die Wahrheit nicht praktizieren konnte und deswegen Gewissensbisse hatte. Früher, als ich gerade mein Studium abgeschlossen hatte und mich der Ausführung meiner Pflichten widmen wollte, war ich innerlich hin und her gerissen. Weil meine Familie mich die ganze Zeit großgezogen und mein Studium finanziert hatte, hatte ich das Gefühl, dass ich jetzt, da ich die Universität abgeschlossen hatte, Geld verdienen und für meine Familie sorgen müsse. Andernfalls würde ich meine Eltern nicht ehren und es würde mir an Menschlichkeit mangeln. Das hat schwer auf meinem Gewissen gelastet. Damals hatte ich mehrere Monate mit dieser Angelegenheit zu kämpfen, bis ich schließlich in Gottes Worten einen Ausweg fand und beschloss, mein Bestes zu tun, um meine Pflicht auszuführen. Ich habe das Gefühl, dass diese falschen Ansichten über die Familie die Menschen tatsächlich beeinflussen. Das ist ein typisches Beispiel. Dies sind unsichtbare Fesseln, die die Familie den Menschen anlegt, sowie Probleme, die die Gefühle, Vorstellungen oder Ansichten, die sie zu ihrer Familie hegen, in Bezug auf ihr Leben, ihre Bestrebungen und ihren Glauben verursachen. Gewissermaßen führen diese Probleme in den Tiefen deines Herzens einen Druck und eine Last herbei, die von Zeit zu Zeit tief in deinem Inneren schlechte Gefühle hervorrufen. Wer kann noch etwas hinzufügen? Ich bin der Ansicht, dass ich meine Eltern als jetzt erwachsenes Kind ehren und mich um alle ihre Sorgen und Probleme kümmern sollte. Aber weil ich meine Pflichten in Vollzeit ausführe, kann ich meine Eltern nicht ehren oder irgendwelche Dinge für sie tun. Wenn ich sehe, dass meine Eltern sich immer noch abhetzen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, fühle ich in meinem Herzen, dass ich ihnen etwas schuldig bin. Als ich anfing, an Gott zu glauben, hätte ich ihn deswegen fast verraten. Das ist auch eine negative Auswirkung, die die Enkulturation durch die eigene Familie auf das Denken und die Ansichten eines Menschen hat. Du hast Gott fast verraten, aber einige Menschen haben Gott tatsächlich verraten. Einige Menschen konnten ihre Familie wegen ihrer stark ausgeprägten familiären Auffassungen nicht loslassen. Am Ende entschieden sie sich, weiterhin für ihre Familie zu leben und gaben es auf, ihre Pflichten auszuführen. Jeder hat eine Familie. Jeder wächst in einer bestimmten Familie auf und kommt aus einem bestimmten familiären Umfeld. Familie ist für jeden sehr wichtig und das, was das Leben eines Menschen am meisten prägt. Etwas, das tief aus dem Inneren kommt und das man nur schwer aufgeben und loslassen kann. Was die Menschen nicht loslassen können und was sie nur schwer aufgeben können, sind nicht das Elternhaus oder all die Geräte, Utensilien und Gegenstände darin, sondern die Mitglieder, die diese Familie ausmachen, beziehungsweise die Atmosphäre und Zuneigung, die sie durchdringt. Das ist das Konzept der Familie in den Köpfen der Menschen. Zum Beispiel die älteren Familienmitglieder, Großeltern und Eltern, diejenigen in etwa dem gleichen Alter wie du, Brüder, Schwestern und Ehepartner und die jüngere Generation, deine eigenen Kinder. Das sind die wichtigen Mitglieder innerhalb des Konzepts der Familie, das die Menschen haben, und sie sind auch wichtige Bestandteile jeder Familie. Was bedeutet Familie für die Menschen? Für die Menschen stellt sie emotionale Nahrung und einen spirituellen Anker dar.
Was bedeutet Familie noch? Ein Ort, an dem man Wärme finden kann, an dem man sein Herz ausschütten oder nachgiebig und launenhaft sein kann. Manche sagen, die Familie sei ein sicherer Hafen, ein Ort, an dem man emotionale Versorgung schöpfen kann, ein Ort, an dem das Leben eines Menschen beginnt. Was noch? Beschreibt es mir. Ich glaube, das Haus der Familie ist ein Ort, an dem Menschen wachsen können. Ein Ort, an dem Familienmitglieder einander Gesellschaft leisten und sich aufeinander verlassen. Sehr schön. Was noch? Früher dachte ich, die Familie sei ein gemütlicher Zufluchtsort. Egal, wie viel Ungerechtigkeit ich draußen in der Welt erlitten habe, kann ich, wann immer ich nach Hause komme, meine Stimmung und meinen Geist wegen der Unterstützung und des Verständnisses meiner Familie in jeder Hinsicht entspannen. Daher hielt ich die Familie in dieser Hinsicht für einen sicheren Hafen. Das Zuhause der Familie ist ein Ort voller Geborgenheit und Wärme, nicht wahr? Die Menschen halten die Familie für wichtig. Wenn jemand glücklich ist, hofft er, seine Freude mit seiner Familie teilen zu können. Wenn jemand bekümmert und traurig ist, hofft er ebenso, dass er seiner Familie seine Probleme anvertrauen kann. Wann immer Menschen Gefühle der Freude, des Zorns, der Trauer oder des Glücks verspüren, neigen sie dazu, diese ohne jeglichen Druck oder jegliche Belastung mit ihrer Familie zu teilen. Für jeden Menschen ist die Familie eine warme und schöne Sache, eine Art Versorgung für den Geist, die die Menschen in ihrem Leben zu keinem Zeitpunkt aufgeben oder entbehren können. Und das Zuhause der Familie ist ein Ort, der dem Gemüt, dem Körper und dem Geist der Menschen enorme Unterstützung bietet. Daher ist die Familie ein unverzichtbarer Teil des Lebens jedes Menschen. Aber welche Art von negativen Einflüssen übt dieser Ort, der für die Existenz und das Leben der Menschen so wichtig ist, auf ihr Streben nach der Wahrheit aus? Zunächst einmal kann man mit Sicherheit Folgendes sagen. Egal wie wichtig die Familie für die Existenz und das Leben der Menschen ist oder welche Rolle sie spielt und welche Funktion sie in ihrer Existenz und in ihrem Leben erfüllt, sie verursacht den Menschen auf ihrem Weg des Strebens nach der Wahrheit trotzdem einige Probleme, sowohl große als auch kleine. Während die Menschen nach der Wahrheit streben, spielt die Familie zwar eine wichtige Rolle, aber sie schafft auch alle möglichen Ärgernisse und Probleme, die schwer zu vermeiden sind. Das heißt, während die Menschen nach der Wahrheit streben und sie praktizieren, verursachen die verschiedenen psychologischen und ideologischen Probleme, die durch die Familie verursacht werden, sowie die Probleme, die formale Aspekte betreffen, den Menschen große Schwierigkeiten. Worin bestehen nun diese Probleme genau? Natürlich haben die Menschen im Zuge ihres Strebens nach der Wahrheit diese Probleme bereits in unterschiedlicher Anzahl und in unterschiedlichem Maße erlebt. Es ist nur so, dass sie sie nicht sorgfältig betrachtet und bedacht haben, um herauszufinden, worin genau die charakteristischen Probleme bestehen. Hinzu kommt, dass sie das Wesen dieser Probleme nicht erkannt haben, geschweige denn die Wahrheitsgrundsätze, die die Menschen verstehen und befolgen sollten. Lasst uns also heute über das Thema Familiengemeinschaft halten und darüber, welche Probleme und Hindernisse die Familie den Menschen bei ihrem Streben nach der Wahrheit in den Weg legt, sowie darüber,
welche Bestrebungen, Ideale und Sehnsüchte die Menschen in Bezug auf das Thema Familie loslassen sollten. Das ist ein äußerst reales Problem. Obwohl das Thema Familie ein großes Thema ist, wirft es dennoch spezifische Probleme auf. Die Probleme, über die wir heute Gemeinschaft halten werden, sind der negative Einfluss, die Einmischung und die Behinderung, denen Menschen auf dem Weg des Strebens nach der Wahrheit durch die Familie ausgesetzt sind. Welches ist das erste die Familie betreffende Problem, das man loslassen sollte? Es ist die Identität, die man von der Familie in die Wiege gelegt bekommt. Diese Angelegenheit ist wichtig. Lasst uns konkret darüber sprechen, wie wichtig diese Sache ist. Jeder kommt aus einer bestimmten Familie und jede dieser Familien hat einen bestimmten Hintergrund und ein bestimmtes Lebensumfeld. Ihre eigene Lebensqualität und ihre spezifische Lebensweise und ihre spezifischen Lebensgewohnheiten. Jeder bekommt von seinem familiären Lebensumfeld und Hintergrund eine bestimmte Identität in die Wiege gelegt. Diese bestimmte Identität repräsentiert nicht nur den spezifischen Wert jeder Person in der Gesellschaft und unter anderen, sondern ist auch ein eindeutiges Symbol und Kennzeichen. Was bedeutet dieses Kennzeichen also? Es zeigt, ob eine Person in der Gruppe, der sie angehört, hoch oder gering geschätzt wird. Diese bestimmte Identität bestimmt den Status einer Person in der Gesellschaft und unter anderen Menschen. Und diesen Status bekommt sie von der Familie, in die sie hineingeboren wurde, in die Wiege gelegt. Daher sind dein Familienhintergrund und die Art der Familie, in der du lebst, sehr wichtig, weil sie einen Einfluss auf deine Identität und deinen Status unter anderen Menschen und in der Gesellschaft haben. Demnach bestimmen deine Identität und dein Status, ob du in der Gesellschaft hohes oder geringes Ansehen genießt, ob du von anderen respektiert, hochgeschätzt und bewundert wirst, oder ob du von anderen verachtet, diskriminiert und mit Füßen getreten wirst. Gerade weil die Identität, die Menschen von ihrer Familie in die Wiege gelegt bekommen, ihre Situation und Zukunft in der Gesellschaft beeinflusst, ist diese Identität, die sie in die Wiege gelegt bekommen, für jede Person von entscheidender Bedeutung und Wichtigkeit. Gerade weil sie dein Ansehen, deinen Status und deinen Wert in der Gesellschaft sowie dein Gefühl der Ehre oder Demütigung in diesem Leben beeinflusst, neigst auch du dazu, deinem Familienhintergrund und der Identität, die du von deiner Familie in die Wiege gelegt bekommst, große Bedeutung beizumessen. Da diese Angelegenheit einen überwältigenden Einfluss auf dich hat, ist sie auf dem Weg deiner Existenz eine sehr wichtige und bedeutende Sache für dich. Weil sie eine so wichtige und bedeutende Sache ist, nimmt sie tief in deiner Seele einen entscheidenden Platz ein und spielt deiner Meinung nach eine große Rolle. Es ist nicht nur so, dass dir die Identität, die du von deiner Familie in die Wiege gelegt bekommst, äußerst wichtig ist, sondern du betrachtest auch die Identität jeder Person, die du kennst oder nicht kennst, aus dem gleichen Blickwinkel, mit den gleichen Augen und auf die gleiche Weise. Und du verwendest diesen Blickwinkel, um die Identität jeder Person zu beurteilen, mit der du in Kontakt kommst. Du benutzt ihre Identität, um ihren Charakter zu beurteilen und um zu bestimmen, wie du auf sie zugehst
und mit ihr umgehst. Ob du mit ihr freundlich und wie mit einer gleichgestellten Person umgehen solltest oder dich ihr gegenüber unterwürfig verhalten und jedem ihrer Worte folgen solltest, oder ob du einfach mit einem verachtenden und diskriminierenden Blick mit ihr umgehen und sie betrachten solltest, oder sogar, ob du mit ihr auf eine unmenschliche Weise verkehren und umgehen solltest, die auf Ungleichheit basiert. Diese Art, Menschen zu betrachten und mit Dingen umzugehen, wird weitgehend durch die Identität bestimmt, die eine Person von ihrer Familie erhält. Der Hintergrund und das Ansehen deiner Familie entscheiden, welche Art von sozialem Status du haben wirst, und die Art deines sozialen Status bestimmt die Methoden und Grundsätze, nach welchen du Menschen und Dinge betrachtest und mit ihnen umgehst. Daher hängen die Haltung und die Methoden, die eine Person im Umgang mit Dingen annimmt, weitgehend von der Identität ab, die sie von ihrer Familie in die Wiege gelegt bekommen hat. Warum sage ich weitgehend? Es gibt einige besondere Situationen, über die wir nicht sprechen werden. Bei der großen Mehrheit der Menschen ist die Situation so, wie ich es gerade beschrieben habe. Jeder neigt dazu, sich von der Identität und dem sozialen Status beeinflussen zu lassen, die er durch seine Familie erlangt. Und jeder neigt auch dazu, entsprechende Methoden zu übernehmen, nach welchen er Menschen und Dinge dieser Identität und diesem sozialen Status entsprechend betrachtet und mit ihnen umgeht. Das ist ganz natürlich. Eben weil es eine Unvermeidlichkeit und eine Betrachtungsweise der Existenz ist, die auf natürliche Weise durch die eigene Familie herbeigeführt wird, hängt der Ursprung der Betrachtungsweise einer Person im Hinblick auf die Existenz und Lebensweise von der Identität ab, die sie von ihrer Familie in die Wiege gelegt bekommt. Die Identität, die einer Person von ihrer Familie in die Wiege gelegt wird, bestimmt die Methoden und Grundsätze, nach denen sie Menschen und Dinge betrachtet und mit ihnen umgeht, sowie ihre Haltung bei der Wahl und Entscheidung im Zuge der Betrachtung und des Umgangs mit Menschen und Dingen. Dies führt zwangsläufig zu einem sehr ernsten Problem bei den Menschen. Der Ursprung der Vorstellungen und Standpunkte der Menschen, wenn sie Menschen und Dinge betrachten und mit ihnen umgehen, wird einerseits zwangsläufig durch die Familie beeinflusst und andererseits von der Identität, die eine Person von ihrer Familie in die Wiege gelegt bekommt. Es ist für die Menschen sehr schwierig, sich von diesem Einfluss zu lösen. Daher sind die Menschen nicht in der Lage, sich selbst richtig, rational und fair zu behandeln, beziehungsweise andere fair zu behandeln. Und sie sind auch nicht in der Lage, Menschen und alles auf eine Weise zu behandeln, die mit den von Gott gelehrten Wahrheitsgrundsätzen übereinstimmt. Stattdessen sind sie bei ihrer Vorgehensweise im Umgang mit Angelegenheiten, der Anwendung der Grundsätze und bei Entscheidungen flexibel, wobei die Unterschiede zwischen ihrer eigenen Identität und der Identität anderer ihre Grundlage darstellen. Da die Methoden, wie Menschen die Dinge in der Gesellschaft und unter anderen Menschen betrachten und mit diesen umgehen, vom Ansehen ihrer Familie beeinflusst werden, müssen diese Methoden im Widerspruch zu den Grundsätzen und dem Umgang mit den Dingen stehen, die Gott den Menschen mitgeteilt hat. Um es genauer zu sagen, müssen diese Methoden den von Gott gelehrten Grundsätzen und Methoden entgegenwirken, widersprechen und gegen sie verstoßen. Wenn die Vorgehensweisen der Menschen auf der Identität und dem sozialen Status basieren,
die sie von ihrer Familie in die Wiege gelegt bekommen, dann werden sie zwangsläufig unterschiedliche oder besondere Methoden und Grundsätze für ihr Vorgehen übernehmen, was auf ihre eigenen bestimmten oder besonderen Identitäten und auf die der anderen zurückzuführen ist. Diese Grundsätze, die sie übernehmen, sind nicht die Wahrheit, noch stimmen sie mit der Wahrheit überein. Sie verstoßen nicht nur gegen die Menschlichkeit, das Gewissen und die Vernunft, sondern, was noch schlimmer ist, sie verstoßen gegen die Wahrheit. Das liegt daran, dass sie anhand ihrer Vorlieben und Interessen und anhand des Ausmaßes, in dem die Menschen gegenseitig Anforderungen stellen, bestimmen, was ein Mensch akzeptieren oder ablehnen sollte. Deshalb sind in diesem Kontext die Grundsätze, nach denen Menschen Dinge betrachten und mit ihnen umgehen, unfair und stimmen nicht mit der Wahrheit überein. Und sie basieren vollständig auf den emotionalen Bedürfnissen der Menschen und auf ihrem Bedürfnis nach Profit. Unabhängig davon, ob dir von deiner Familie eine angesehene oder niedrig gestellte Identität in die Wiege gelegt wurde, nimmt diese Identität einen Platz in deinem Herzen ein und im Fall mancher Menschen sogar eine sehr wichtige Stellung. Wenn du also nach der Wahrheit streben willst, wird diese Identität zwangsläufig dein Streben nach der Wahrheit beeinflussen und es beeinträchtigen. Das heißt, während du nach der Wahrheit strebst, wirst du zwangsläufig auf Fragen stoßen, wie beispielsweise, wie man Menschen behandeln und mit Dingen umgehen sollte. Wenn es um diese Fragen und wichtigen Angelegenheiten geht, wirst du bei deiner Vorgehensweise, mit der du Menschen und Dinge betrachtest, zwangsläufig die Perspektiven bzw. Ansichten übernehmen, die mit der Identität einhergehen, die dir deine Familie in die Wiege gelegt hat, und du kannst nicht anders, als diese sehr primitive bzw. sozialisierte Vorgehensweise anzuwenden, wenn du Menschen betrachtest und mit Dingen umgehst. Egal, ob die Identität, die du durch deine Familie erhältst, dir das Gefühl gibt, dass dein Status in der Gesellschaft hoch oder niedrig ist, diese Identität wird dein Streben nach der Wahrheit, deine richtige Lebensanschauung und deinen richtigen Weg des Strebens nach der Wahrheit zwangsläufig beeinflussen. Genauer gesagt, wird sie sich auf deine Grundsätze für den Umgang mit Dingen auswirken. Versteht ihr das? Verschiedene Familien bringen den Menschen verschiedene Identitäten und sozialen Status. Einen guten sozialen Status und eine angesehene Identität zu haben, ist etwas, was die Menschen genießen und worin sie schwelgen, während diejenigen, die ihre Identität von einer bescheidenen und niedrigen Familie in die Wiege gelegt bekommen, sich minderwertig fühlen und sich schämen, anderen gegenüberzutreten. Zudem haben sie das Gefühl, dass sie weder ernst genommen noch hoch angesehen werden. Solche Menschen werden oft auch diskriminiert, was dazu führt, dass sie tief in ihrem Herzen Kummer empfinden und ein geringes Selbstwertgefühl haben. Die Eltern einiger Menschen sind beispielsweise vielleicht Kleinbauern, die das Land bewirtschaften und Gemüse verkaufen. Die Eltern anderer Menschen sind vielleicht Händler mit einem kleinen Geschäft, die zum Beispiel einen Straßenstand betreiben oder als Straßenverkäufer tätig sind. Die Eltern mancher Menschen sind vielleicht im Handwerk tätig, nähen und reparieren Kleidung oder leben von Handarbeiten, womit sie für ihre ganze Familie sorgen. Die Eltern mancher Menschen
arbeiten möglicherweise im Dienstleistungsbereich als Reinigungskräfte oder Kindermädchen. Einige Eltern arbeiten vielleicht im Umzugs- oder Transportgewerbe. Vielleicht sind einige Masseure, Kosmetiker oder Friseure. Und manche Eltern reparieren Dinge für andere, wie Schuhe, Fahrräder, Brillen und so weiter. Einige Eltern mögen über fortgeschrittenere handwerkliche Fähigkeiten verfügen und Dinge wie Schmuck oder Uhren reparieren, während andere vielleicht einen noch niedrigeren sozialen Status haben und auf das Sammeln und Verkaufen von Abfall angewiesen sind, um für ihre Kinder zu sorgen und eine Familie zu gründen. Alle diese Eltern haben in der Gesellschaft einen relativ niedrigen beruflichen Status, was natürlich zur Folge hat, dass alle in ihrer Familie ebenfalls einen niedrigen sozialen Status haben. Somit haben Menschen, die aus diesen Familien stammen, in den Augen der Welt einen niedrigen Status und eine niedrige Identität. Eben weil die Gesellschaft diese Sichtweise zur Identität einer Person annimmt und den Wert einer Person dementsprechend misst, wirst du, wenn deine Eltern Kleinbauern sind und dich jemand fragt, was deine Eltern machen und wie deine Familie so ist, so antworten: Meine Eltern? Oh, sie sind... Es ist nicht erwähnenswert. Und du wirst dich nicht trauen zu erzählen, was sie machen, weil es dir zu peinlich ist. Wenn du dich mit Klassenkameraden und Freunden triffst oder zum Abendessen ausgehst, werden sich die Leute vorstellen und über ihren tollen familiären Hintergrund oder ihren hohen sozialen Status sprechen. Aber wenn du aus einer Familie von Kleinbauern, Kleinhändlern oder Hausierern stammst, wirst du nichts davon erzählen wollen und dich schämen. Es gibt ein gängiges Sprichwort in der Gesellschaft, das lautet: Frag einen Helden nicht nach seiner Herkunft. Dieses Sprichwort klingt sehr nobel und es bietet denjenigen mit einem niedrigen sozialen Status ein Fünkchen Hoffnung und einen Lichtschimmer sowie ein bisschen Trost. Aber warum ist ein solcher Satz in der Gesellschaft beliebt? Liegt es daran, dass die Menschen in der Gesellschaft zu viel Wert auf ihre Identität, ihren Wert und ihren sozialen Status legen? Denjenigen, die aus bescheidenen Verhältnissen stammen, mangelt es ständig an Selbstvertrauen. Deshalb verwenden sie diesen Spruch, um sich zu trösten und auch um andere zu beschwichtigen, wobei sie denken, dass ihr Status und ihre Identität zwar niedrig sind, ihr Geisteszustand jedoch überlegen ist. Und das ist etwas, das man nicht erlernen kann. Egal wie niedrig deine Identität ist, wenn dein Geisteszustand überlegen ist, beweist das, dass du eine ehrenwerte Person bist. Sogar mehr als jene Menschen, deren Identität und Status angesehen sind. Worauf weist dieses Problem hin? Je mehr die Leute sagen, frag einen Helden nicht nach seiner Herkunft, desto mehr beweist das, dass sie sich um ihre Identität und ihren sozialen Status sorgen. Dieser Spruch wird vor allem von Menschen, deren Identität und sozialer Status sehr bescheiden und niedrig sind, verwendet, womit sie sich trösten und die Leere und Unzufriedenheit in ihrem Herzen ausgleichen. Den Eltern einiger Menschen geht es sogar noch schlechter als den Kleinhändlern und Hausierern, den Kleinbauern und Handwerkern oder noch schlechter als Eltern, die einer dieser unbedeutenden, bescheidenen und besonders niedrig bezahlten Tätigkeiten in der Gesellschaft nachgehen, sodass die Identität und der soziale Status, den sie von ihren Eltern
in die Wiege gelegt bekommen, sogar noch geringer sind. Zum Beispiel haben die Eltern mancher Menschen einen ziemlich schlechten Ruf in der Gesellschaft. Sie tun nicht wirklich das, was sie tun sollten, und sie haben keine gesellschaftlich anerkannte Beschäftigung oder ein festes Einkommen, sodass sie Schwierigkeiten haben, den Lebensunterhalt ihrer Familie zu bestreiten. Einige Eltern spielen häufig und verlieren bei jeder Wette Geld. Am Ende ist die Familie pleite und mittellos, unfähig für die täglichen Ausgaben aufzukommen. Die Kinder, die in diese Familie hineingeboren werden, tragen schäbige Kleidung, leiden Hunger und leben in Armut. Ihre Eltern erscheinen nie zu den Elterngesprächen, die in der Schule stattfinden, und die Lehrer wissen, dass sie zocken gegangen sind. Es versteht sich von selbst, welche Art von Identität und Status diese Kinder in den Augen der Lehrer und ihrer Klassenkameraden haben. Kinder, die in eine solche Familie hineingeboren werden, denken zwangsläufig, dass sie in der Gegenwart anderer nicht erhobenen Hauptes dastehen können. Selbst wenn sie gut lernen und hart arbeiten und selbst wenn sie einen starken Willen haben und sich von der Menge abheben, hat die Identität, die sie von dieser Familie in die Wiege gelegt bekommen haben, bereits ihren Status und Wert in den Augen anderer bestimmt. Das kann dazu führen, dass ein Mensch sich sehr unterdrückt und gepeinigt fühlt. Woher rühren diese Pein und Unterdrückung? Sie rühren von der Schule, von den Lehrern, von der Gesellschaft und besonders von den falschen Ansichten der Menschen zum Umgang mit anderen her. Ist das nicht so? Einige Eltern haben in der Gesellschaft zwar keinen besonders schlechten Ruf, aber sie haben einige unschöne Dinge getan. Nehmen wir zum Beispiel den Fall von Eltern, die wegen Veruntreuung und Bestechung verhaftet und verurteilt wurden oder weil sie durch illegales Vorgehen oder Spekulationen und Preistreiberei das Gesetz gebrochen haben. Die Folge ist, dass sie sich negativ und nachteilig auf ihre Familie auswirken, indem sie ihre Familienmitglieder zwingen, diese Schande an ihrer Seite zu erleiden. Wenn jemand also einer solchen Familie angehört, hat das also tatsächlich einen größeren Einfluss auf die Identität einer Person. Nicht nur, dass ihre Identität und ihr sozialer Status gering sind, sondern sie werden auch noch verachtet und sogar als Veruntreuer und Mitglied einer Diebesfamilie abgestempelt. Sobald eine Person als jemand mit solchen Anreden abgestempelt worden ist, wird dies einen noch größeren Einfluss auf ihre Identität und ihren sozialen Status haben und ihr Dilemma in der Gesellschaft weiter verschärfen, sodass sie sich erst recht nicht in der Lage fühlen, erhobenen Hauptes dazustehen. Wie sehr du dich auch bemühst oder wie freundlich du auch bist, du kannst deine Identität und deinen sozialen Status trotzdem nicht ändern. Natürlich stellen solche Folgen auch den Einfluss dar, den die Familie auf die Identität einer Person ausübt. Dann gibt es dann noch relativ komplizierte Familienstrukturen. Zum Beispiel haben einige Menschen keine leibliche Mutter, sondern nur eine Stiefmutter, die nicht sehr nett oder fürsorglich zu ihnen ist und die ihnen, während sie aufwuchsen, weder viel Zuneigung noch mütterliche Liebe zukommen ließ. In ihrem Fall verleiht ihnen die Zugehörigkeit zu einer solchen Familie also tatsächlich eine spezielle Identität, nämlich die, unerwünscht zu sein. Im Zusammenhang mit dieser speziellen Identität kommen mehr Schatten in ihrem Herzen auf und sie haben das Gefühl, dass ihr Status unter anderen
niedriger ist als der aller anderen. Sie empfinden keine Glücksgefühle, haben kein Daseinsgefühl, geschweige denn einen Lebenszweck, und sie fühlen sich besonders minderwertig und unglücklich. Es gibt andere Menschen, deren Familienstruktur komplex ist, weil ihre Mutter aufgrund bestimmter Umstände eine Reihe von Ehen durchlebt hat, sodass sie mehrere Stiefväter haben und nicht wissen, wer ihr richtiger Vater ist. Es versteht sich von selbst, welche Art von Identität einer solchen Person dadurch zuteil werden würde, dass sie dieser speziellen Familie angehört. Ihr sozialer Status wäre in den Augen anderer niedrig, und von Zeit zu Zeit gäbe es Leute, die diese Probleme oder einige Meinungen über die Familie nutzen, um diese Person zu demütigen, zu verleumden und zu provozieren. Das würde nicht nur die Identität und den Status der Person in der Gesellschaft weiter herabsetzen, sondern auch bewirken, dass sie sich schämt und das Gefühl hat, sich in der Gegenwart anderer nicht blicken lassen zu können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die spezielle Identität und der spezielle soziale Status, die den Menschen durch die Zugehörigkeit zu einer speziellen Familie wie den von mir genannten in die Wiege gelegt werden, oder die gewöhnliche normale Identität und der gewöhnliche normale soziale Status, die den Menschen durch die Zugehörigkeit zu einer gewöhnlichen normalen Familie in die Wiege gelegt werden, eine Art leichten Schmerz tief in ihrem Herzen darstellen. Sie sind sowohl eine Fessel als auch eine Last, aber die Menschen können es nicht ertragen, sie abzulegen und wollen sie nicht hinter sich lassen. Denn für jeden Menschen ist das Zuhause der Familie der Ort, an dem er geboren wurde und aufgewachsen ist, und es ist auch ein Ort voller emotionaler und mentaler Unterstützung. Für diejenigen, deren Familie ihnen einen bescheidenen und niedrigen sozialen Status und eine bescheidene und niedrige Identität aufbürdet, ist die Familie sowohl gut als auch schlecht, weil die Menschen psychologisch nicht ohne Familie leben können. Aber in Bezug auf ihre tatsächlichen und objektiven Bedürfnisse hat die Familie in unterschiedlichem Ausmaß Schmach über sie gebracht, die verhindert, dass sie den Respekt und das Verständnis erhalten, das sie unter anderen Menschen und in der Gesellschaft verdienen. Für diesen Teil der Bevölkerung ist das Zuhause der Familie also ein Ort, den sie sowohl lieben als auch hassen. Diese Art von Familie wird von niemandem in der Gesellschaft geschätzt oder hoch angesehen. Vielmehr wird sie von anderen diskriminiert und verachtet. Genau aus diesem Grund bekommen die Menschen, die in eine solche Familie hineingeboren werden, auch dieselbe Identität, denselben Status und denselben Wert in die Wiege gelegt. Die Scham, die sie empfinden, weil sie dieser Familie angehören, wirkt sich oft auf ihre tiefsten Gefühle, ihre Ansichten zu den Dingen und auch auf ihren Umgang mit diesen aus. Dadurch wird ihr Streben nach der Wahrheit zwangsläufig erheblich beeinflusst, und während sie nach der Wahrheit streben, auch ihr Praktizieren der Wahrheit. Gerade weil diese Dinge sowohl das menschliche Streben nach der Wahrheit als auch das Praktizieren der Wahrheit beeinflussen können, solltest du, egal welche Identität dir deine Familie in die Wiege gelegt hat, diese loslassen.